Es ist noch einmal bewiesen, dass für uns jedes Spiel ist sehr, sehr eng. Und das jetzt wissen wir und wir sind nie Favorit gegen keine Gegner in der Bundesliga. Nein, das ist keine Überraschung. Sie sagen immer, das ist eine Überraschung. Das ist keine Überraschung. Das ist schwer in Deutschland. Jedes Spiel ist schwer. Wir wissen das, weil vor 8 Monaten wir waren im Abstiegskampf. Und es war auch schwer gegen uns zu spielen. Und viele Mannschaften spielen gegen den Abstieg. Und das ist sehr, sehr schwer gegen diese Mannschaft zu spielen, vor allem in Deutschland. Es ist sehr, sehr eng, sie kämpfen, sie laufen viel. Ja, wir wollten natürlich auf Sieg spielen, das haben wir auch gespürt. Aber ja, ich habe schon mal gesagt, der entscheidende Pass, der hat immer gefehlt gestern. Und im 16-Meter-Raum, bis zum 16-Meter-Raum war es eigentlich relativ okay. Aber dann, wie gesagt, der letzte Pass, der ist nicht gekommen und dann ist es auch schwierig, zu große Torschancen zu kommen. Und wenn man da noch kurz vor Schluss das 1-0 noch kriegt, ist ja ganz bitter natürlich. Ja gut, wir haben eigentlich gerade erste Halbzeit den Ball ganz gut laufen lassen. Nürnberg hatten glaube ich kaum Ballkontakt da, aber ja, so ist Fußball. Wenn du das Ding nicht machst oder es nicht erzwingst, dann ist der Gegner, je länger es dauert, desto motivierter und hofft natürlich noch kurz vor Schluss irgendwie ein Tor zu machen und ja, das ist denen leider gelungen. Das ist natürlich auch irgendwo ein Lernprozess bei uns, jetzt anders wahrgenommen zu werden, auch in der Bundesliga und ja, es passiert halt und ja, ich denke, beim Heimspiel gegen Freiburg, da wollen wir gewinnen und da werden wir, denke ich, auch ein Stück weit anders auftreten.